Hallihallo Freunde, da sind wir wieder zurück bei Devil May Cry und dem kopflosen Dante. Moment, der Titel war irgendwie anders. Naja. Und wir sind auf dem Weg, wohin auch immer. Zu Virgil auf jeden Fall. Ah, schon wieder brennender Mantel. Ich sollte nicht so ungeduldig sein hier. Das wird wieder so eine Absprungaktion hier, glaube ich. Da ist ein Teufelsstern. Den nehme ich immer gern. Und los. Huch, was war denn das? Ha! Wieso hat das nicht geklappt? Braves Dante. Großer Dämonentrieb, Stern. Dadurch bekommen wir die Anzeige oben auf einen Schlag voll. Allerdings sind Gegenstände ja immer so eine Sache, weil es so auf die Punkte geht. Also besonders stark natürlich nicht, aber es kommt auf die Punkte. Ich glaube, dort vorne müssen wir rein. Ist nur eine Vermutung. Wir lassen das Ding schon mal arbeiten. Nein. Immer schön ruhig bleiben. Immer geduldig sein. Das schaffe ich allerdings nicht. Oh, wir haben Stonehenge in der Limbus kaputt gemacht. Aber man sieht ja, besonders stabil war das sowieso nicht. Das sieht so nach Bosskampf aus, das gefällt mir nicht. Oh nein, die Arschlöcher sind wieder da. Wie weit soll ich denn noch ausweichen? Kannst du mir jetzt mal sagen? Los, stürm auf mich ein! Oh, das mochte er wohl nicht. Hey du! Nerv dich nicht so. Das war gut abgepasst. Auf Timing. 1000 Stachel oder 1000 Stich, je nachdem. Das machen wir jetzt einfach so oft, bis sie tot ist oder wieder ihren Schild braucht. Bitte stürm. Danke. Sehr freundliche Hexe. Na komm, lauf hin, Dante. Tyrann, 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 Tyrann! Na komm, dicker Fall. Oh nein. Das muss doch jetzt nicht ernsthaft sein, oder? Ich hätte das vielleicht erst machen sollen. Dann komm bitte runter. Komm runter! Ja, danke. Also, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Der ist sowieso schon im Rage-Modus, den kann ich also auch nicht fertig machen. Mal eben. Kann ich diese Tyrann dazu bringen, den umzurennen oder so? Der ist weg. Da komm. Wir peitschen ihn aus.
Na los. Zeig mir, was du kannst. Ah, volle Wucht, ja. So, umfallen und weg. Och, sag mal, was ist denn das hier für eine Kampfarena? Fallen. Ein böses Töff-Töff. Au. Wieso fällt die denn da nicht mal runter? So. Okay, das klappt wohl nicht so gut. Andere Idee? Nein, nicht das. Ey, komm hoch. Ich glaube, gegen das hier kann ich so viel machen, gegen diesen Steuerfaktor. Ich dachte, wir hätten davon den Hauptmann sozusagen besiegt, damit wären die alle weg, aber das sieht ja offenbar nicht so aus. Böse. Oh, ich drücke immer die falsche Taste. Ich habe eigentlich was ganz anderes vor, dann passiert das. Okay, bleib weg. Ist mir recht. Hallo? Ah! Also, das mit diesem Ping-Pong-Spielen, wie es ja heißt, habe ich bisher nicht hingekriegt. Oh, und der nervt vielleicht. Mal schön drauf. Schon wieder ist er weg. Au. Warum müssen die so nervig sein? Sterben könnte ich auch nicht mal eben, ne? So, weg ist er. Das war auch gar kein langer Kampf hier. Ist hier noch irgendwas? Vor allem, wo müssen wir jetzt lang? Also, wir müssen vermutlich nach da oben, aber... Wir warten. Wenn man hier irgendwas lernt, dann die Kunst der Geduld. Aber ich habe sie immer noch nicht gelernt. Also... Ich höre eine verlorene Seele, die nach Erlösung schreit. Keucht. Drei Schläge. Jetzt können wir mal einen Laden gebrauchen. Einen Laden, meine ich. So da. Oh. Brennende Kanonenkugel. Ach, wir haben das Level geschafft. Na gut. Mission abgeschlossen. Spielpunkte. Okay, Zeit dürfte ziemlich mies sein. Na, geht sogar noch. Wir haben fast alles gefunden. Ich schätze trotzdem auf ein A leider nur. Doch, ein Essener. Das ist ja schön. Sehr gut. Dann können wir jetzt in den Laden gehen. Und einerseits... eine Verbesserung kaufen. Moment, ich wollte erst Gegenstände und ein Gesundheitskreuz kaufen. Wieso ist eigentlich das... dieser Regen gefällt mir. Was soll das heißen? Wir können ja gar nicht kurz mal nachgucken, was bringt. Was heißt das? Einfach nur aus Neugier. Gibt 10.000 rote Kugeln aus. Na gut, und wir gehen auch mal auf... Nee, ich glaube, wenn wir offline gehen, dann sieht man ja nicht mehr unser... Dann bekommen wir keine Erfolge mehr, also lassen wir es einfach. Verbesserung. Schwierig. Ich glaube, ich möchte mal in
Sprintangriff für die hier, also für die möchte ich ihn gerne freischalten. Haben wir schon? Ach so, dass ich das verstehe. Gut, wenn das schon so ist, dann mache ich hier eben Trieb ein bisschen schneller. Ach, konnten wir schon? Nee, hä? Fügt dem Triebangriff zwei zusätzliche Schockwellen hinzu. Ach so! Ja, gerne! Ich konnte nur nicht richtig lesen, wie es aussieht. Gut, Mission 18 im Versteck des Dämons. Wir scheinen dem Ende entgegenzukommen. Ich bin aber schon echt gespannt auf den Endboss, weil der hat es meistens in Devil May Cry wirklich sehr in sich. Und das dürfte das Höllenportal sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf komme. Ach, hallo Virgil. Kommst du jetzt auch mal in den Limbus? Du hast es geschafft. Sind gar kein schlechtes Team. Ich bin stärker. Ich bin schlauer. Ich sehe besser aus. Und es ist hinter der Tresortür. Ach, schön. Lassen wir nicht warten. Und ich habe den größeren Schwanz. Och, komm, das musste jetzt nicht sein. Lass Mundus nicht warten, aber dich bei Mundus. Okay, das sieht entweder nach einem Rätsel aus oder das ist echt nervig. Ich bin überfordert. Was? Ich hab nicht. Los? Sie wissen, dass wir kommen. Genau wie Cat gedacht hat. Also, was sollten wir doch gleich tun? Wir starten die Notfallgeneratoren im Nimbus, um das System zu überlasten. Dann stehe ich die Quantenverschlüsselungsalgorithmen. Das ist es. Aber, kannst du den ersten Teil wiederholen? Gut. Du musst die Generatoren anwerfen? Vier Stück, richtig? Ja, genau. Einen in jedem Tunnel. An die Arbeit. Das sind nicht allzu viel lange Tunnel, weil wenn doch, dann könnte sich diese Folge ein bisschen ziehen. Hallo? Danke. Ach, Moment, ich habe eine gute Idee. Trifft natürlich trotzdem nicht. Hallo? Tatsächlich etwas länger dauern zu können. Vor allem ist das bitte in Anführungsstrichen vor dem Tunnel. Das ist wohl eher hinter dem Tunnel dann der Generator. Was auch immer. Verlorene Seele, die holen wir jetzt natürlich sofort. Ach, 55 von 80 haben wir. Das sind nicht besonders viele, aber es sind einige. Huch, hier war eine Zwischenlandefläche, habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte schon, jetzt ist es vorbei. Das ist wohl der Generator, aber wir gehen erst natürlich noch zu der Challenge-Tür. Da oben sieht nach einer Kupfertür aus, das heißt, wir dürften nicht durchkommen. Hier ist aber eine Silbertür. Ich glaube, da haben wir sogar noch einen Schlüssel. Oder? Ja. Dann schauen wir uns die mal an. Da, da, da. So. Imposanter Triumph tötet den Oh nein. Nein. 45 Sekunden, wie soll ich das denn schaffen? Ja, wir geben einfach unser Bestes, damit es klappt, ne? Komm her, komm schnell, beeil dich. Ich hab nicht viel Zeit. Los, beeil dich. Los, lauf, 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 lauf. Das war ja leicht. Hätte ich die mal vorhin so fertig gemacht. Gut, dann fehlt uns, glaube ich, noch ein Bruchstück für das große Kreuz. Ja. Abgeschlossene Silbertür 9 von 10. Stand das da gerade wirklich? Wenn ja, ich dachte mir, Silbertüren wären so die schweren, die ich sonst nie hinkriege. Hm. Mir soll es recht sein. So. Und das da soll, ist wohl der Generator. Die wollen mir doch nicht erzählen, dass die jetzt einfach so kampflos sagen, ja, mach halt. Hier kommt doch bestimmt gleich wieder so ein Typ mit zwei Schwertern, dieser Samurai. So, ich glaube, das ist so.
Das ist mal eine schöne Art Generator, hm? Darf ich diese Strahlen berühren? Oh, wer hat's erwartet? Moment, ich hab's gesagt. Danke, ich war gerade dabei, deinen kleinen Freund umzubringen. Nichts, du mich davon abhalten. Nein, bitte. Nein, ah, falsche Taste. Ich wollte eigentlich zu denen hin. Oh, oh. Danke, du hast mich gerettet, Kleiner. Ja. Wollte gerade schon sagen, oh, das passt ja von der Zeit her perfekt mit dem Generator, weil genau in dem Moment der Timer geklingelt hat. Dann passiert sowas. Noch welche? Ist dieses eine. Ist der Samurai etwa. Ach nee, der ist da hinten noch. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist der da hinten reingefallen. Ah, ich habe eine gute Idee, glaube ich, fast. Kämpfen wir einfach hier und da oben rein. Schade, ich habe schon gehofft, das hat ausgelöst. Moment, hat es? Nein. Fall doch! Das ist eine gute Taktik gegen den. Weil das nicht nur ein Fernkampfangriff ist, den man einfach, einfach abblocken kann, sondern gleich drei hintereinander weg. Nochmal kurz zeigen. Yep, gefällt mir. War auf jeden Fall eine gute Investition. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt Let's Play Devil May Cry bei den anderen drei Generatoren, würde ich sagen. Und bis dahin, viel Spaß noch und einen wunderschönen Tag.